Seitdem wir in Cottbus demonstrieren, geht hier vorne ein bisschen auseinander. Bitte tut es einfach, damit wir das gut zu Ende bringen können. Ja, es ist in Zeiten des Corona-Wahnsinns leider nötig. Vielen Dank. Ja, seitdem wir hier in Cottbus aktiv sind, seitdem wir auch schon im Spreewald aktiv waren, sind wir im Bündnis mit der Mutter unserer patriotischen Bürgerbewegung, des patriotischen Straßenprotests in Deutschland hier, mit unseren Freunden von Pegida, die kürzlich ihren 6. Geburtstag hatten, nachgefeiert dort noch, demnächst. Aber heute begrüßen wir unsere Freunde Sigi Debritz und Wolfgang Taufkirch. Herzlich willkommen. Hallo Patrioten hier in Cottbus. Schön wieder hier zu sein. Nachdem wir unseren 6. Geburtstag mit zahlreichen Gästen aus dem Ausland bedingt durch die Einschränkungen durch das Medienvirus verschoben haben, haben wir uns gedacht, wir machen eine Demo-Woche und sind praktisch seit Sonntag täglich unterwegs. Und es ist uns eine Freude, heute Abend hier in Cottbus teilzunehmen. Die stetige und ausdauernde Arbeit auf der Straße, die sie Pegida jetzt seit 6 Jahren betreibt, hat den politischen Diskurs angetrieben. Wir haben in 222 Veranstaltungen praktisch jedes Thema angefasst und hinterfragt. Wir sind kleineren und größeren Schweinereien auf die Schliche gekommen, egal ob es bei der Hereinkomplimentierung der schutzsuchenden, armen, kleinen Kindern mit starkem Bartwuchs war oder die Strukturwandelgelder, die überall anders ankommen, nur eben nicht bei denen, die davon betroffen sind. Wir haben Lösungen gesucht und angeboten und ja, wir haben am 3. Oktober 2016 die Einheitsfeier in Dresden zu einem, sagen wir mal, patriotischen Straßenfest umgewandelt. Der sächsische Ministerpräsident Tillich hat frustriert hingeworfen, als Pegida am Montag nach der Bundestagswahl im September 2017 wieder auf der Straße stand, obwohl die AfD stärkste Kraft in Sachsen geworden ist. Manchmal ist es aber auch so, dass man das Gefühl hat, man kommt keinen Millimeter voran. Und ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Freunde, das macht aber nichts. Wir gehen aber dann auch keinen einzigen Millimeter zurück. Wir brauchen 3 Verbündete. Die Geduld, die Ausdauer und die Zeit. Ich sagte am 31.12.2019 hier im Cottbus, ich glaube es war am Blechenkarree, die 20er dieses Jahrhunderts werden nicht als die goldenen 20er in die Geschichte eingehen. Und keiner konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass der Niedergang derart rasant von unserer Regierung vorangetrieben wird. Spahn antwortete am 22. April 2020 in der Fragestunde des Bundestages auf eine Frage von Brandner, dass der Mensch so angelegt sei, dass er nicht exponentiell denken könne. Für unsere Regierung scheint das zuzutreffen, die Zerstörung unserer Wirtschaft, unserer Lebensqualität und unserer Demokratie verläuft mittlerweile exponentiell und viele, viele Menschen, denen unser Land etwas bedeutet, erkennen das. Es sind noch nicht genug, es werden aber immer mehr und deswegen brauchen wir noch ein bisschen Geduld, Ausdauer und Zeit. Vielleicht braucht es aber noch eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung im Bund sowie in Thüringen, die von Merkel unterstützt wird. Auch das passt zu einer exponentiellen Zerstörungskurve. Vielleicht haben wir aber demnächst auch die 15 Millionen Arbeiter, die in der Wertschöpfung tätig sind, die meisten aus dem Mittelstand, demnächst die Schnauze so voll, weil sie außer zur Arbeit gehen, nirgendwo anders mehr hingehen dürfen und sie beschließen einen eigenen Lockdown. Kein Rad dreht sich dann mehr in diesem Land. Eigen, 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 Eigen.
Es ist heute schon absehbar, dass der Laden Bundesregierung oder auch Europa gerade aufgrund dieser exponentiellen Entwicklungen in wenigen Jahren auseinanderfliegt. Vielleicht sind es auch bloß noch Monate. Schaut nach Italien, schaut nach Frankreich, schaut nach Polen, Österreich. Es ist doch schon ein Flächenbrand. Pegida bleibt stehen. Wir haben in Mitteldeutschland zusammen mit vielen Patrioten, mit Zukunft Heimat, mit 1%, mit der IB und natürlich auch mit dem konservativen Flügel der AfD ein Fundament in die Erde gerammt, das genügend Platz hat für die bürgerliche Mitte unserer Gesellschaft, denen ihre Heimat, ihre Werte, ihre Bräuche und ihr Vaterland nicht egal sind und eine nationale Identität vor Vielfalt und unkontrollierter Zuwanderung stellen. Wir sind noch in der Lage, das Ruder herumzureißen, um unseren Kindern ein Land zu hinterlassen, wie wir es selbst einmal kennengelernt haben. Pegida und die genannten Bürgerbewegungen stehen für Kontinuität und Zusammenhalt. Wir kämpfen für Gerechtigkeit und für politisches Mitspracherecht. Ich würde mir wünschen, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, dass ich auch in der AfD die beachtlichen Wahlerfolge der mitteldeutschen Landesverbände zeitnah vor die Karriereinteressen einzelner Funktionäre stellen, die noch nie mit uns auf der Straße waren. Es lohnt sich aber, auf die Straße zu gehen. Unser Protest gegen diese Regierung wird sich auszahlen. Für uns, aber vor allem für unsere Kinder, unsere Enkel und unser Vaterland. Vielen Dank, Patrioten!